Heute vor 50 Jahren starb Monika Ertl, die das gemacht hat, wovon möglicherweise sehr, sehr viele junge Menschen geträumt hatten, die nämlich in der bolivianischen Guerilla-Organisation ELN aktiv war und den Beinamen Che Guevaras Rächerin trug. Che Guevara war ihr Idol und so tötete Monika Ertl den Mörder des Kommandanten und bezahlte selbst mit ihrem Leben dafür, verraten von einem Nazi. Jochen Grabler erinnert. Eine staubige Straße in La Paz, ein idealer Ort für einen Hinterhalt. Die staatliche Mörderbande wartet schon. Auf sie, die meistgesuchte Frau Boliviens. Monika Ertl, sie selbst nennt sich Emilia. Eine Deutsche, die dem bewaffneten Kampf gegen die bolivianische Diktatur ihr Leben verschrieben hat. Und es verliert im Feuergefecht. Sie verliert ihr zweites Leben, das der Guerillera Emilia. Die glüht für die kubanische Revolutionsikone Che Guevara, der 1967 im bolivianischen Dschungel erschossen wird, und für ihre große Liebe Inti Peredo, Guevaras Genosse in der Nationalen Befreiungsarmee, auch er gefoltert und ermordet. Christus im September heißt ihr Gedicht für den Liebsten. Kanonen, Granaten, 1000 Schüsse boten sie auf und 1000 Spitzel. Unter dem Kommando eines Niederträchtigen ermordeten sie Inti in einem unglückseligen September. So lebt, liebt und stirbt Emilia. Ihr erstes Leben als Monika ist da längst vorbei. Monika, das ist die Tochter, später auch Assistentin des Abenteuerfilmers und Nazi-Kameramanns Hans Ertl, der wie viele alte Kameraden nach dem Krieg mit der Familie nach Südamerika geht. Man kennt sich. Der bolivianische Diktator Banza wohnt in der Nachbarschaft und der Kriegsverbrecher Klaus Barbie, der Schlächter von Lyon, geht bei den Ertls ein und aus. Onkel Klaus wird dann auch auf sie angesetzt. Man ist an mich herangetreten, ein Freund des Vaters, für die Regierung. Und hat gesagt, können Sie das Mädchen nicht überzeugen? Sie soll zurückkommen, es ist alles vergessen. Ob es die Liebe zu Inti Peredo war, die zum Bruch mit ihrem Leben als Monika führt, das wissen auch ihre Biografen nicht ganz genau. Ende der 60er Jahre jedenfalls trauert sie wie viele junge Menschen um den in Bolivien erschossenen Che Guevara. Wie viele träumt sie von der Befreiung der Ärmsten, von der Revolution. Uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie furchtbar, Kommandante Che Guevara. Als nach Che auch noch ihre große Liebe im revolutionären Kampf der Diktatur zum Opfer fällt, schwört sie Rache. Quintanilla, Quintanilla, wie schäbig von dir. Es lässt dich nicht mehr ruhen in deinen Nächten. Du raubtest Inti das Leben und meintest das ganze Volk. Roberto Quintanilla, er war der Kopf der bolivianischen Regierung hinter den Staatsjagden auf Guevara und Peredo. Dann wird er Generalkonsul Boliviens in Hamburg. Die Befreiungsarmee hat angekündigt, was passieren wird. Für unsere gefolterten und gestorbenen Genossen, für die hingerichteten Bergarbeiter, für die ausgebeuteten Landarbeiter, für unser gedemütigtes und ausgeplündertes Volk versprechen wir, dass die Mörder, Ankläger, Folterer, Schläger und Verräter bald von uns hören werden. Victoria o muerte. Victoria o muerte, Sieg oder Tod. Am 1. April 1971 steigt eine Deutsche die Treppe zum ersten Stock hinauf. Heilwigstraße 25 in Hamburg-Harvestehude. Hier hat der bolivianische Generalkonsul sein Büro. Wenig später das. Quintanilla bricht tot zusammen. Im Handgemenge verliert die Frau Pistole, Handtasche, Perücke und kann fliehen. Die deutsche Polizei findet keine eindeutigen Beweise. Aber die bolivianische Regierung ist sicher. Das war Ertl. Das Kopfgeld 20.000 Dollar. Trotzdem kehrt sie nach Bolivien zurück und findet zwei Jahre später selbst den Tod. Die Revolutionärin Emilia Ertl stirbt im Feuergefecht in La Paz.